zu schauen, dass eben manche Käfer dieses Gift in der Natur nicht vertragen, und hat das Gen in die Pflanzen eingefügt, das dafür steht, jetzt BT-Toxin in der Pflanze zu bilden. Wir dürfen uns aber nicht vorstellen, dass es eins zu eins das Toxin ist jetzt, was in der Pflanze gebildet wird, was auch von dem Bodenbakterium gebildet wurde, sondern das BT-Toxin, was von der Pflanze gebildet wird, hat eine andere Struktur und es ist viel stärker als das, was vom Bodenbakterium gebildet wurde. Von dieser gentechnisch veränderten Pflanzenart sind 15% eben mit dieser Insektengiftigkeit ausgestattet. 22% der gentechnisch veränderten Pflanzen enthalten eine Kombination aus Herbizidtoleranz und Insektengiftigkeit. Die neueste, das neueste Event, will ich es mal nennen, auf das Dow und Monsanto sehr, sehr stolz sind, ist eine Sojapflanze, die jetzt in Kanada und USA ganz aktuell vor kurzem zum Anbau für nächstes Jahr zugelassen worden ist. Ich nenne das eine Perversion, und zwar sind dort 8 Eigenschaften eingeführt worden. Diese Pflanze ist resistent gegen, hat also die Glyphosat-Toleranz, hat die Toleranz gegen das Glufosinat, was von Bayer hergestellt wird. Das Glufosinat gehört zu den Pestiziden, die, ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr das ansteht, ob das wissen manche hier sicher besser, ob das 2012 ist. 22 Pestizide sind vorgesehen, verboten zu werden, ja. Und dazu gehört auch das Glufosinat. Und die Gentechnikindustrie geht jetzt hin und baut eine Resistenz gegen genau dieses Glufosinat in ihre Pflanzen ein. Jedenfalls diese Pflanze mit den 8 verschiedenen Resistenzen gegen verschiedene Pestizide ist jetzt zugelassen worden, ohne dass die gesundheitlichen Auswirkungen und die ökologischen Auswirkungen geprüft worden wären. Das ist in den USA möglich. Das will ich hier gleich an dieser Stelle erzählen, weil das auch mit den Zulassungsbedingungen bei uns zu tun hat. Monsanto ist es gelungen, in den 90er Jahren in den USA durchzusetzen bei der FDA, bei der Food and Drug Administration, die für die Zulassung von Nahrungsmitteln und Medikamenten zuständig ist. Also Monsanto ist es gelungen, dort durchzusetzen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen nicht anders geprüft werden müssen als normale, nicht gentechnisch veränderte Pflanzen. Das heißt, Monsanto hat der FDA sozusagen vermittelt, wir müssen hier gar nichts anderes tun, als einfach nur prüfen, ob es eine sogenannte substanzielle Äquivalenz gibt. Das heißt, wir prüfen die Inhaltsstoffe der Maissorte, die gentechnisch verändert ist, und der Maissorte, die nicht gentechnisch verändert ist, mit Ausnahme des gentechnisch veränderten Konstruktes, das lassen wir außen vor. Und das nennt man dann substanzielle Äquivalenz. Das heißt, wenn wir keine Unterschiede finden, dann gilt es als äquivalent und weitere Prüfungen erfolgten nicht. Wenn man sich das klar macht, das heißt also, es hat keine Tierversuche in den USA gegeben, die herangezogen wurden zur Begutachtung, ob diese Pflanzen wirklich verträglich sind für Menschen und Tiere. Diese Vorstellung, dass die substanzielle Äquivalenz ausreicht, ist auch natürlich durch die Welthandelsgesetze dann den Europäern übergestülpt worden, und wir plagen uns jetzt mit unseren eigenen Vorstellungen herum, wie wir denn gerne die Zulassungskriterien eigentlich definieren wollen. Bei uns ist es so, dass die Industrie, wenn gentechnisch veränderte Pflanzen zugelassen werden, dass die Industrie 28-tägige Tierfütterungsstudien vorlegen muss. Sie können sich vorstellen, dass in 28 Tagen eine Toxizität einer Pflanze absolut nicht zu prüfen ist. Ja? Wenn es irgendwelche Auffälligkeiten, und dazu muss noch gesagt werden, diese Studien macht die Industrie selber, also das Unternehmen, das jetzt die Pflanze sozusagen anbauen will, legt diese Studie vor, und es ist auch schon etwas genehmigt worden, wo in dem Studienprofil ganz eindeutige Auffälligkeiten gezeigt wurden. Ein Beispiel ist das Beispiel des Mais Mohn 863 von Monsanto. Mohn steht immer für Monsanto. Da hat Greenpeace die Studie eingeklagt. Es ist ja so, dass die Studienergebnisse geheim sind. Also niemand hat ein Recht, diese Studien einzusehen.
Greenpeace hat vom obersten Gericht in Deutschland Recht bekommen und Professor Seralini aus Frankreich, ein Pestizidspezialist, hat diese Studie überprüft und ist ganz eindeutig zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser Mais nie hätte zugelassen werden dürfen. Dieser Mais ist in Europa nicht für den Anbau, aber für die Tierfütterung und für Lebensmittel zugelassen. Er hätte deswegen nicht zugelassen werden dürfen, weil die Tierversuche gezeigt haben, das waren Ratten, die dort gefüttert worden sind, dass es Blutbildveränderungen gab, dass es Veränderungen der Nierenkanälchen gab, dass es Leberveränderungen gab. Monsanto hat diese Ergebnisse als nicht signifikant aussortiert. Professor Seralini hielt das für sehr signifikant und es hätte auf jeden Fall weitere Untersuchungen geben müssen. Und Professor Seralini fordert auch nach seinen neueren Studien, dass dass gentechnisch veränderte Pflanzen auf jeden Fall so getestet werden müssten, wie Pestizide getestet werden, bevor sie zugelassen werden. Und das bedeutet dreijährige Prüfung an verschiedenen Tierspezies. Was immer noch nicht heißt, dass es auf den Menschen übertragbar wäre. Das will ich gleich dazu sagen. Ja? Aber all dies wird eben nicht gemacht. Ich will Ihnen nur kurz zeigen, wie die Anbauverhältnisse in Deutschland sind. Weltweit. Wobei ich gleich dazu sagen will, das sind Zahlen von einer Organisation, von der ISA, die dafür steht, dass sie absolut gentechnikfreundlich ist und die Zahlen auch sehr gerne sehr freundlich hochrechnet. Aber gehen wir jetzt mal von diesen Zahlen aus, dann können wir sagen, der weltweite Anbau im Jahr 2008 betrug 125 Millionen Hektar gentechnisch veränderte Pflanzen. Man kriegt erstmal einen Schock, wenn man das sieht. Das sind ungefähr, Pi mal Daumen, 8% der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Der Hauptanteil fällt auf Soja, das macht 53% der angebauten Pflanzen aus. Dann kommt Mais mit 30% der angebauten Pflanzen, Baumwolle mit 12% und Raps mit 5,9%. Sie können auf einen Blick sehen, das sind alles Pflanzen, die für die Tierfütterung in Frage kommen, also insbesondere Soja und Mais. Und Maisanbau ganz stark im Zunehmen. Wenn wir in Deutschland übers Land fahren, sehen Sie das, überall wächst Mais für die Biogasanlagen. Das ist auch in den Ländern im südamerikanischen Raum zum Beispiel nicht anders. Da wird für Biosprit produziert und auch dafür werden die Regenwälder abgeholzt. Ich weiß, dass ich mich beeilen muss, wir sind schon spät, ne? Wenn Sie nur mal einen kurzen Blick werfen, ohne sich die Zahlen zu merken, wie die Anbauverhältnisse sind, der Bärenanteil liegt in den USA bei 62,5%. Als nächstes kommt Argentinien. Und in Argentinien, da gehe ich jetzt auch gleich darauf ein, welches Problem wir in Argentinien haben. In Argentinien gab es eine gut florierende Landwirtschaft, bevor die Gentechnik Einzug gehalten hat, mit heftiger Vorarbeit von Monsanto. Es ist Monsanto gelungen, den gesamten argentinischen Landwirtschaftsmarkt zu beherrschen mit gentechnisch verändertem Soja. Das heißt, es gab in Argentinien früher überhaupt kein Soja. Jetzt gibt es in Argentinien Soja und Hunger, weil das auf Kosten der ursprünglichen Landwirtschaft in Argentinien ging. Argentinien war ja ein insbesondere Fleischproduktionsland, aber sie hatten eben große Flächen und sie waren so aufgestellt, dass sie ihre Bevölkerung selbst ernähren konnten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. In Argentinien hat sich ein massives gesundheitliches Problem entwickelt durch den großflächigen Sojaanbau, der immer im Zusammenhang mit Pestiziden stattfindet. Die ursprünglichen Versprechen der Gentechnikindustrie waren ja, Pestizide werden eingespart, wenn wir erstmal gentechnisch veränderte Pflanzen haben. Das ist nicht der Fall. Ich möchte Ihnen einen Bericht ganz kurz präsentieren, den ich gestern bekommen habe von der internationalen Imkerkonferenz, die in Frankreich stattgefunden hat. Hier berichtet der Präsident des argentinischen Imkerverbandes, Lucas Martinez, der dort zwei Vorträge gehalten hat, über die dramatischen Auswirkungen des Anbaus von herbizidresistentem Gensoja auf die Imkerei. Er bezeichnet das Problem als Sojafieber. Das Roundup-Ready-Anbausystem von Soja von Monsanto sorgt in weiten Teilen des Landes für eine grüne Sojawüste ohne jegliche Nahrung für Bienen.
Die Pampa wird verdrängt, die Beikräuter weggespritzt, das Herbizid reichert sich im Boden an und sorgt weiter für karge Flächen, wenn die ausgelaugten Felder schon wieder verlassen wurden. Die Imker sind auf der Flucht vor dem Gensoja und haben sich in Waldgebiete und andere Regionen zurückgezogen. Die Honigerträge sind stark rückläufig. Am Weltmarkt ersetzten die Chinesen die zurückgegangenen argentinischen Exporte. Lukas Martinez richtete einen Appell an die europäischen Kollegen, sich gegen den Einsatz von Gensoja als Futtermittel in der EU einzusetzen. Was hinzukommt, das sind die massiven Resistenzen, die sich inzwischen gegen Roundup gebildet haben. Und das heißt, dass die alten Pestizide wieder eingesetzt werden. Dass also eine massive, unsere Zeit reicht jetzt nicht, aber ich habe alle die Daten da. Ich würde auch das gerne noch vorlesen. Ich beschränke mich jetzt darauf, einfach nur zu sagen, es werden verbotene Pestizide wieder eingesetzt, das Atrazin wird wieder eingesetzt, es werden unendlich viele Liter an Pestiziden auf den Acker gebracht und das bringt auch der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen mit sich, wenn er auf die Dauer fortgesetzt wird. Monsanto hat ja selber die Antwort gegeben mit dem neuen Event, nämlich mit 8 Resistenzen in einer Pflanze. Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung für Monsanto, weil sie damit zeigen, das System geht nicht auf, was wir ursprünglich mal vorgestellt haben, sondern wir arbeiten gegen die Natur. Und was machen wir, wenn wir gegen die Natur arbeiten? Wir entwickeln immer stärkere Antimittel. Und mit diesem Anti-Denken kommen wir in der Landwirtschaft genauso wenig weiter wie in der Medizin. Wir dürfen nicht mehr Anti-Denken, sondern wir müssen mitdenken und zwar systemisch. Und das heißt, wir müssen eigentlich bei der Basis wieder anfangen und uns klar machen, was brauchen wir in dieser Welt, um für uns selber und miteinander leben zu können, denn wir sind alle symbiotische Wesen, die nur dann existieren können, wenn wir diese Symbiose hochhalten und wenn wir sie gesunden lassen. Eigentlich war das schon ein Schlusswort. Dennoch möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, dieses ist auch eine Zahl, also in mehr als 30.000 Lebensmitteln könnten Spuren gentechnischer Verunreinigungen sein. Das ist eine Zahl, die immer wieder von Gentechnikbefürwortern genannt wird, auch um uns das Gefühl zu geben, glaube ich, es ist ja schon überall, da könnt ihr euch sowieso nicht gegen wehren. Ja? Trotzdem nutze ich diese Zahl, um einfach mal zu zeigen, es ist tatsächlich so, dass Spuren gentechnisch veränderter Pflanzen natürlich in allen möglichen Lebensmitteln landen, weil ja unsere Lebensmittel sehr stark industriell bearbeitet sind. Wenn wir jetzt von Lebensmitteln sprechen, also von wirklichen Lebensmitteln, nämlich die naturbelassenen Obst, Gemüse, Getreide, dann haben wir es gut. Wenn wir uns damit ernähren, dann haben wir es sogar richtig gut, wenn wir auf Bioprodukte zurückgreifen, weil die sind davon weitestgehend frei. Wenn wir aber verarbeitete, industriell verarbeitete Produkte nehmen, dann haben wir die Spuren von gentechnisch verändertem Soja und Mais und Raps da drin. Ist ganz klar. Sojalecithin, Glukosesirup aus Mais wird immer mehr als Süßungsmittel in Getränken zugesetzt. Das merken wir gar nicht, auch um Zucker sozusagen nicht so sichtbar zu machen. Also überall da kann sich das verstecken. Ein Wort zum Honig natürlich, also Honig aus Kanada. In Kanada ist der Raps zu fast 100% gentechnisch verändert. Da lässt sich gar nichts anderes mehr anbauen, so wie eben mit dem Soja in Argentinien auch. Also da kann man schon, wenn man nicht darauf achtet, wo der Honig herkommt, Spuren drin haben. Enzyme, Vitamine, Casein. Die Enzyme und Vitamine, ganz wichtig ist mir das, was die Nahrungsergänzungsmittel betrifft. Wer fragt bei den Herstellerfirmen nach, auch bei Arzneimitteln, das ist ja häufig die Grundlage Mais, wo habt ihr eigentlich euren Mais her? Nehmt ihr den aus gentechnisch veränderten Beständen? Ich habe angefangen, alle Firmen, die mir, soweit ich das zeitlich schaffe, die mir begegnen, die Nahrungsergänzungsmittel herstellen, genau danach zu fragen. Sind eure Vitamine eigentlich aus natürlicher Herkunft oder sind eure Vitamine gentechnisch erzeugt aus Bakterien zum Beispiel? Ja? Ist noch ein anderes Thema als das, was wir hier mit den Pflanzen haben. Das Glutamat, das Aspartam war gestern Abend schon im Gespräch, bei dem Vortrag von Dr. Kruse. Aspartam, gentechnisch erzeugt von einer Unterfirma von Monsanto. Aspartam steht im Verdacht, auch zu ADHS beizutragen. Also
auch eine neurologische Wirkung zu haben. Also das nur mal eben gestreift. Gentechnik, das Spiel mit dem Risiko. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Interessant ist diese Aussage der Europäischen Union. Die Europäische Union wurde von den USA und der Welthandelsorganisation angeklagt, weil sie nicht schnell genug mit der Gentechnik auf den Markt kam. Es gibt ja schließlich Welthandelsgesetze und Verpflichtungen, die die EU eingegangen ist. Und sie hat sich aber erlaubt, ein Moratorium einzurichten bis 2002, um selber die Risiken zu prüfen. Und weil sie nicht schnell genug das umgesetzt hat und dann auch noch in den Augen der USA die Frechheit besessen hat, eine Kennzeichnungsverordnung zu verabschieden, wurde dann die EU verklagt zur Umsetzung dieser Gentechnik-Handelsverpflichtungen. Was hat die EU gemacht? Sie haben natürlich versucht, sich zu wehren und zu argumentieren. Und eine Argumentation, die zunächst mal gar nicht öffentlich zugänglich war, war eben die, dass sie gesagt haben, auf Grundlage der bestehenden Forschung ist es unmöglich zu wissen, ob die Einführung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln irgendwelche Gesundheitseffekte hatte, außer dass keine akut giftigen Wirkungen aufgetreten sind. Das ist ja wohl sensationell. Hat aber nicht zur Folge, dass das Moratorium verlängert wird, sondern die Interessen in der EU sind so stark wirtschaftsgeprägt, dass etliches zugelassen wurde, vor allen Dingen also zum Anbau zugelassen ist in der EU ja nur dieser Mais Mohn 810, auch von Monsanto. Das ist der Mais, der ein Toxin, eben dieses BT-Toxin gegen Fraßinsekten bildet. Dieser Mais ist sehr in Verruf geraten, weil sich eben in der Praxis gezeigt hat, dass die Zielorganismen, also die Maiszünsler, gar nicht nur alleine betroffen sind, sondern siehe da, auch der Zweipunktmarienkäfer ist betroffen. Auch andere Insekten sind betroffen. Der Monarchfalter zum Beispiel, da haben die Umweltverbände geschimpft. Ich höre sofort auf.